Und ungestörte Plätze haben Sie hier in Allensteig anscheinend genug. Sonst wären Sie nicht hier. Ganz genau beobachtet werden die Wölfe von diesen beiden Herren. Einen schönen guten Morgen, Oberst Johann Zach. Guten Morgen. Und noch einmal guten Morgen, Josef Kugler, Vizeleutnant vom Referat für Ökologie. Seit 2015 haben wir gehört, da hat es den ersten Riss gegeben, den man beobachtet hat. Damals hat man dann gewusst, es muss ein Wolf da sein. Mittlerweile ist es ein Rudel von 11 Wölfen. Ist das im Vergleich ein großes Rudel? Nein, es ist ein Durchschnittsrudel. Voriges Jahr haben wir 5 Junge gehabt. Mhm. Und im Regelfall haben es zwischen 4 und 6 Junge. Okay. Weiß man, wie sich dieses Rudel bewegt? Sind die mit Sendern ausgestattet? Die sind noch nicht mit Sendern ausgestattet. Ich sage deswegen noch nicht, weil unter Führung des Landes Niederösterreich, des Landeshauptfrau Stellvertreter Bärenkopf, eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde, die sich natürlich mit dem Problem Wolf in Niederösterreich befasst und wo natürlich neben verschiedenen anderen Dingen auch eine Besenderung der Wölfe angedacht ist, um einen genauen Aufenthaltsort der Wölfe jeweils bestimmen zu können. Mhm. Wie besonders ist denn ein Wolfsrudel? Das kommt ja, glaube ich, sehr, sehr selten vor. Früher, vor langer Zeit, ausgerottet in Europa und dann hat es lange gedauert. Gibt es sonst irgendwo in Österreich Vergleichbares? Nein. Also in Österreich gibt es hier am Truppenübungsplatz das erste Wolfsrudel, also seit voriges Jahr. Und es, meines Wissens gibt es da in Österreich kein anderes. Mhm. Ich kann mich erinnern, das ging damals durch alle Medien. Ist es hier in der Region noch immer ein starkes Thema, über das gesprochen wird? Es ist natürlich noch immer ein starkes Thema, weil es ist ja nicht nur der Truppenübungsplatz oder es könnte ja nicht nur der Truppenübungsplatz davon betroffen sein. Es ist ein Thema bei der Jägerschaft, es ist natürlich auch ein Thema bei den Landwirten und man muss auch die Sorgen und Ängste dieser Menschen verstehen. Was sind die Sorgen und Ängste? Die Sorgen sind natürlich jene, dass der Wolf aus dem Truppenübungsplatz Allensteig hinausgehen könnte und irgendwo bei Ortschaften auftauchen könnte und damit natürlich auch Haustiere und dergleichen gefährdet wären. Okay, besteht diese Gefahr? Natürlich besteht diese Gefahr, wenn ich jetzt eine Schafherde habe, die nicht geschützt ist oder irgendetwas, dann könnte es natürlich vor. Weil der Wolf ist eigentlich sehr feige. Der Wolf ist, er versucht immer etwas zu jagen, das leicht geht. Und selbst würde er sich nicht verletzen, also nimmt er natürlich auch Schafe und die wehren sich am wenigsten und darum ist es auch eine beliebte Beute. Sind andere Tiere auch gefährdet neben den Schafen? Also wie ihr habt es ja schon erwähnt, eigentlich die große Bandbreite der Wildtiere, die, wo sich der Wolf nicht verletzen kann, genau die jagt er. Mhm. Von der Maus beginnend bis zum Hirsch. Also die Hauskatzen in der Gegend sind auch in Gefahr? Nein, Hauskatzen nicht wirklich. Okay, gut. Haben Sie beide, die Frage an Sie beide, schon Kontakt mit dem Wolfsrudel gehabt, also schon gesehen? Ich habe den Wolf gesehen am Dienstag vor einer Woche, als der Bundesminister Magister Doskozil hier war, ist am Horizont zufälligerweise ein Wolf vorbeigelaufen und wollte bei den Herrn Bundesminister sich auch vorstellen und Hallo sagen. Also sehr, sehr höflich, dieses Wolfsrudel, kann man sagen. Natürlich sehr gut erzogen, Sie wohnen ja auch am Truppenübungsplatz Allensteig. Okay, wo man militärische Erziehung genießt, das ist schön. Vielleicht haben Sie auch die Höflichkeit, heute bei uns vorbeizuschauen. Wie stehen die Chancen? Da herinnen wahrscheinlich weniger, oder? Meierhof? Da herinnen kaum. Okay. Herr Zacher Kugler, vielen Dank für die Informationen und ja, noch gutes Gelingen, beziehungsweise vielleicht wird ja dieses Rudel noch größer. Dann bestehen die Chancen? Nein. Nein, kann nicht sein. Nicht. Warum das nicht sein kann, darüber werden wir noch sprechen. Vielen Dank an Sie beide. Dankeschön. Dankeschön.